Ob das überlegt ein mal, Zeichen ist? man überlegt mal ganz kurz, ob in der Minne irgendwas von Krähe, Rabe, Vogel gesagt wird oder übersetzt ist. Ansonsten schaut man Isoran an. Was für ein Zeichen? Was ist ein Zeichen? Ja, die Raben, also Danas von Lurin sagte doch, dass Selindian Heil von Boron gesegnet sei. Ja, das ist eine gute Idee. Oh Gott, Und ich habe gerade breitest zum Tanz die Flügel aus, so führt mich ihr Glanz sofort zu deinem Haus. Hört ihr das? Ja. Okay, passt auf, die Gegend hier ist gefährlich. Hier gibt es so ein Hexenbeben, hat mir mein Freund gesagt, und die mögen nicht, wenn wir hier rumlaufen. Wir müssen jemanden verteidigen. Und hinterher. Verstanden. Los, los, los! Ja, immer zieht auf jeden Fall schon mal seinen Säbel, um kampfbereit zu sein und notfalls alles für Selindian Hal zu geben. Und ja, weiter in die Nacht mit seiner Dämmerungssicht. Ja, so pirscht ihr euch in Richtung Mylasgrund, in Richtung der Krähensteine. Ihr könnt sehen, dass die Stadt eigentlich sehr verlassen ist. Alle sind irgendwie zurück in ihren Häusern. Es ist kalt hier. Von den warmen Lagerfeuern und von der guten Stimmung, die ihr drin hattet, drin am Heldenberg, am Schlossviertel, ist hier gar nicht zu spüren. Hier ist immer noch der kalte Winter. Jalan erinnert sich an die Begegnung mit den namenlos geweihten Kindern, die ihm ein lila Lichtblitz ins Gesicht geschossen haben. Irgendwo hier war das. Und dann könnt ihr vor euch zwei Raben erkennen, die dort sitzen und vor euch durch den, hier liegt immer noch Schnee, durch den Schnee tapsen. Man schaut mal, wo die Schneeschnaps sind, ob da vielleicht frische Fußspuren sind. Ob die Raben wirklich einen auf was hindeuten. Tatsächlich, du kannst sehen, wie hier wohl Fußspuren durch den Schnee führen. Hier einige Fußspuren. Man kniet sich mal ab und ja, will mal ganz gerne, wenn da mehrere sind, vielleicht über mal die Finger reinstecken und sanft irgendwie so ein bisschen Schnee rauspulen, dran riechen, ob man irgendwas Spezielles riecht. Vielleicht riecht der Selinian nach ganz speziellen Dingen, so ähnlich wie unser Abel mir stinkt wie so eine gepuderte Dorfnutte. Vielleicht ist Selinian genau der gleiche Typ, der auch so rumparfümiert und alles so rumläuft. Es riecht tatsächlich ein bisschen. Nach Seife? Vor allem nach Kräutern, nach Rauschkräutern. So wie sie die Hier. Kuh in der Kirche benutzt. Hier, Rafim, riech mal. Das ist ein bisschen Seife und ich glaube, das sind Rauschkräuter, die man hier riecht. Das muss er sein, wenn er gläubig ist. Ja, das sollte er sein. Los, los, immer weiter. Ja, immer versucht, die Fährte aufzunehmen und die Ich Leute zu bin. führen. Ja, immer will ganz gerne versuchen, die Fährte zu verfolgen. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich relativ einfach. Die Spuren im Schnee führt weiter nach Süden und dann eben auch raus aus der Stadt, auch raus aus den Krähensteinen. Und so wie dir das wohl gewiesen wird, kannst du sehen, die Krähen oder die Raben flattern nicht vor dir davon, sondern sie stapfen ebenso vor euch her und zeigen dir die Spuren. Da, die Krähen. Das muss ein Zeichen Boron sein. Wir müssen auf der richtigen Spur sein, hoffe ich. Lass uns weitergehen. Hier, die Fußspuren, die Krähen. Immer ganz aufgeregt. Einen Okay. Reichsregenten zu finden, den du vorher noch gar nicht kanntest. Aber das machen echte Helden. Haltet die Augen offen, das könnte genauso gut ein Hinterhalt sein. Ja. Und achtet auf Ork-Gerüche, wenn, ich weiß nicht, wie Orks riechen, aber vielleicht kann man sie riechen. Oh, die stinken bis zum Himmel. Glaub mir, wenn du anriechst, merkst du das. Die Rabenstadt ist die von Borons Vögeln umschwärmte Richtstätte Garets, gelegen weit jenseits der Häuser des Südquartiers, auf gepachtetem Grund der Gerwaldsmark. Der Ort, an dem Menschen anderen Blut und Leben nehmen, gilt als verflucht. Und auf der Höhe, Anhöhe, stehen ein Dutzend Galgen. Von einigen hängen Gerichtete immer noch im Wind, schaukelnd umher, im Nachtwind, im Frühlingswind. So lange, bis sie herabfallen, könnt sie leicht schaukeln hören und das Holz, was über ihnen quietscht. In einem steinernen Blutrondell am höchsten Punkt dient ein marmorner Richtblock mit mahnenden Reliefs, Boron und Praios-Symbolen. Hier werden Menschen geköpft. Ihr könnt den Raben weiter folgen und seht dann den Boronanger.
und darauf eine einzelne Person, die in dem kalten Wind umhergeht, nur leicht gekleidet. Wird er sein? Leises Murmeln hören. Bosparano. Was sagt er? Boron, Vater der Stille, Herr des Todes, alvaranischer Rabe. Mabo, voll der Gnade, barmherzige Schwester und volle Gefährtin. Schenkt ihnen den ewigen Frieden. Er betet. Segnet er die Gräber ein? Ich weiß nicht, aber es klingt wie ein Gebet. Wir sollten uns nähern und darauf achten, dass hier niemand sonst ist. Und ihn abschirmen. Weckt ihn nicht auf. Ja. Lasst ihn laufen und reden. Ja, abschirmen nur. Gut. Nähern uns vorsichtig. Immerhin ist die linke Seite mit Rafim, ich nehme die rechte. Ist klar. Dann geht's los. Zwischen vereinzelten Baumgruppen und Hecken stehen hier nur meilenweit Grabsteine, Häusergruften und Statuen. Dazwischen kleinere Boronsräder aus grobem Stein gehauen, aus Holz geschnitzt. Ihr könnt aufschließen, bildet einen Halbkreis um Selindian Hal. Er ist tatsächlich ein abgerissener, naja, zumindest ein sehr schlaksiger Junge, um die 18 Jahre, vielleicht ein bisschen jünger, sehr dünn und unglaublich bleich. Seine Augen sind nach oben in den Kopf gedreht, was unglaublich unheimlich aussieht, und so wie er hier umhergeht und dann auf Bosparano murmelt, mag er euch etwas an Untote erinnern. Dieser Alvan, der weiß mehr, als er gesagt hat. Ansonsten hätten wir diese Hinweise hier nie gefunden. Er hat was über die Krähen gesagt, er hat was über das Osttor gesagt, er hat was über Hunde gesagt. Vielleicht ist das auch ein anderes Wort, was nicht für Orks steht, sondern für was anderes. Aber warum sagt er das denn zu euch? Und warum so undeutlich? Er sagt das nicht zu mir, er hat das zu euch gesagt und damit hat er auf Isarun. Das war sein Minnelied. Isarun, möchtet ihr uns etwas erzählen? Würde ich gerne, aber ich fürchte, ich stehe da genauso auf dem Schlauch wie ihr. Selindian Hal hat sich mittlerweile abgekniet vor einem Grab, vor drei Gräbern. Witbold Prutz, Raulhard Vollmin, Elwide Mehlteuer, Drachlinde Gerdenwald. Den Todestag kann man nicht mehr genau erkennen, aber eine von ihnen ist wohl nur drei Götterläufe alt gewesen. Ein Kind. Er erhebt sich wieder. Eine Prutz? Aber mir gehört die zu euch. Nun, sie ist meine Herbergsmutter, könnte man sagen. Aber sie gehört nicht zu mir. Schreibt euch den Namen auf. Boron hat uns ein Zeichen gegeben. Schreibt euch den Namen auf, verdammt. Soll ich mir den Namen notieren? Halt irgendwie hier auf dem Stück Pergament. Ich meine, der Prutz, der hier liegt, gehört er zu eurer Frau Prutz? Das wäre möglich. Schauen wir mal das Todesdatum an, oder den Boronstag. Er ist es. Witwe Prutz hat ihr immer und immer wieder von ihrem Mann erzählt. Das scheint ihr Mann gewesen zu sein. Warum kniet der Großfürst vor dem Grab ihres Mannes? Mittlerweile ist er wieder aufgestanden. Streicht über ein paar Boronsräder. So viele Namen, so viele Toten, die unter euren Füßen verfaulen. So viele Geschichten, die vergessen sind. Vor ihm ragt mittlerweile das bleiche Antlitz einer gut zwei Schritt großen Marburstatue nach oben, blickt euch gütig an. Und die Hand der Boron-Tochter scheint dem passierenden Selindian Hahn über das Haupt zu streichen. Doch der Sohn von Reichsbewahrer Brin scheint das gar nicht zu bemerken, wandelt weiter die beiden Raben, die jetzt ihn führen anstatt euch. In die menschenleere Ferne. Oh Mann, ich wünsche, ich hätte mein Zelt und meine Jacke dabei. Wo geht er hin? Erfriert er nicht? Sollte einer von uns zurücklaufen und Herrn von Luring informieren? Zumindest, dass wir ihn gefunden haben, das wäre eine gute Idee. Andererseits ist es nicht zu sagen, wo wir jetzt hinlaufen. Was soll sie, wenn wir in den Hinterhalt geraten? Wir brauchen jeden Mann hier. Richtig, ich habe gedacht, es findet jemand, der jetzt losläuft und hinterher nicht mehr wieder. Fluchte. Habt ihr die kein magisches Signal senden. Papalapap, wir brauchen keine Magie.
Immer wieder betet er auf Bosparano, immer wieder das Gleiche. Boron, Vater der Stille, Herr des Todes, alvaranischer Rabe, Mabo. Voller Gnade, barmherzige Schwester und voller Gefährte. Ich fange einfach mal an mitzubeten, wenn er das tut. Schaden kann's nicht. Hier läuft ein eisiger Schauer im Rücken. Man sollte sowas nicht tun, mit einer Nacht über ein Boronfeld zu gehen. Ach, papalapap, Boron wacht über uns. Vor allem wacht er über die, die hier liegen. Ich weiß nicht, warum er noch einmal für sie betet, aber Charlie kann das wohl nicht. Über eine halbe Stunde könnt ihr ihm folgen. Die Kälte hier draußen und auch die Geräusche schnüren euch langsam die Kehle zu. Bis er dann vor einem Grab stehen bleibt und leise anfängt zu singen. Eine schlichte Stele, kein Boronsrad, nur ein einfacher Stein, der nach oben ragt. Er kniet sich davor hin. Eine Runenschrift. Wieder Bosparano. Vergessen, erinnern, verfolgen. Zwischen den drei Worten ist etwas abgebildet. Gib mir mal eine Götter- und Kulteprobe. Das ist doch mein Spezialgebiet. Doppel 1. Vor allem Ömer erkennt es auf den allerersten Blick. Die anderen erinnern sich zumindest an die Geschichte, wenn Ömer sie zumindest einmal erwähnt. Ömer erkennt das sofort. Das Ding, was zwischen den Schriften aufragt, ist der rune verzierte Stab des Vergessens. Ein heiliger Talisman der Boronkirche. Der Erinnerung rauben und wiedergeben kann. Ömer zeigt mir noch da, der Stab des Vergessens. Ich weiß nicht, der war doch in einem großen Kampf oder Event oder so, war der doch mal mit verbunden. Ich weiß nicht, wo mit. Sein oberes Ende ziert einen Rabenkopf, das untere eine Rabenkralle. Auf dieser Darstellung scheint der Stab in der Mitte am Griff ein kleines Astloch aufzuweisen. Dreigeteilt. Geburts- oder Todesdatum am Grab fehlen. Auch ein Name ist nur mit etwas Mühe zu entdecken. Ganz klein am unteren Rand der Stele, halb verdeckt vom Gras und vom Moosgeflecht. Koran Grasberger. Es wirkt aber mehr wie eine Unterschrift als eine Inschrift. Ich glaube, das hat der Künstler gemacht, oder? Dann. Ihr könntet recht haben, ja. Celindian Hall erhebt sich und dreht sich dann zu Rafim. Seine Augen sind mittlerweile tränend überströmt. Er weint Blut. Und geht auf Rafim zu. Schaut dich mit seinen in den Kopf geklappten Augen an. Schützt uns. Schützt die Toten. Eine Wolke schiebt sich vor den Mond und verfinstert ihn. Weitere Raben, die auffliegen. Und Celindian Hal fällt in deine Arme. Ohnmächtig. Schaut ihn euch mal an. Geht's ihm gut? Geht's ihm gut? Dreimal Verfluchte, ist das ein Hinterhalt? Ömer, siehst du was? Ömer schaut sich mal ganz hektisch jetzt um. Vor allem hält er auch Ausschau danach, ob irgendwelche Untoten sich aus dem Boden herausgraben. Also nicht nur nach oben gucken, sondern vor allem jetzt auch in den Boden entlang gucken. Er kniet sich einmal ab, um sozusagen besser über den Boden entlang zu gucken und zu hoffen, dass er irgendwo was Helles sieht, wie den Mondschein oder so, der da ihm hilft, sowas zu entdecken. Die Wolke ist immer noch vor dem Mond und verfinstert die Gräber. Und der Wind frischt noch etwas auf. Erlan, Verteidigungsposition! Los! Zieh dann auch jetzt endlich mein Schwert. Wir müssen ihn in die Mitte nehmen. Luch, dann kannst du ihn tragen? Ja, aber nicht ewig. Ich mache mit meinem Magierstab erstmal etwas Licht. Rafim, ihr müsst kämpfen. Ihr seid ganz stark. Ihr könnt nicht einfach nur den Mann tragen, auch wenn ihr ihn schützen wollt. Willst du den Mann tragen? Mache ich das notfalls. Könnt ihr ihn tragen? Wir warten jetzt erst einmal ab, ob wir überhaupt angegriffen werden. Ja.
Der Wind fegt weiter unter eure Kleidung. Eiskalt. Raben, die krächzen. Und nichts, was weiter passiert. Wir sollten hier verschwinden. Ja. Auf schnellsten Wege. Wir müssen ihn zurückbringen. Wir rücken da lang ab, wo wir hergekommen sind. Vorwärts. Raffin, bleib hinter mir. Ja, ich nehme den mal hier. Wie so eine Prinzessin trage ich ihn. Komm hierher. Ja, dann soll ich mal zwei, drei Schritte vorgehen, um zu gucken, ob ich zuerst was entdecke. Ja, das wird eine gute Idee sein. Vor allem, sobald wir aufs Tor vorkommen. Ja, immer will ganz gerne gucken, dass er immer so 3, 4 bis 5 Schritt vorausgeht, um Gefahren im Vorfeld zu entdecken für die anderen. Sachte. Raffin, redet er noch oder ist er bewusstlos? Er scheint zu schlafen. Immerhin etwas. Immerhin einer, dem Boron heute wohl gnädig ist. Gut. Ruhe bewahren. Wenn wir Glück haben, kommen wir ohne Zwischenfall zurück nach Gareth. Die am Tor dürfen ihn am besten nicht sehen, oder? Bitte doch. Die erzählen das doch innerhalb der nächsten Stunde überall herum. Ja. Habt ihr einen Umhang oder so? Natürlich, nehmt meinen Umhang. Ja, ich wicke lieber den Isaruns Umhang. Macht Gebrauch von euren Rechten als Bandstrahler. Scheucht sie weg. Gab es nicht diese magischen Pfade? Ragnar erwähnte so etwas. Und kennt ihr denn einen von denen? Leider nicht. Umso besser. Sowas kann sowieso nichts Gutes erwachsen. Zumindest nach den Geschichten, die ich gehört habe. Nein. Wir machen das ganz vernünftig. Sobald wir am Tor sind und in der Stadt, haben wir kein Problem mehr. So. Und so geht's langsam in Richtung Gareth vor. Die einzelnen Hütten werden nach und nach mehr, bis ihr dann wieder in Meidersgrund aufschlagt. An den Krähensteinen vorbei, die jetzt wieder ruhig sind und keine einzige Krähe, die sich beschwert über eure Anwesenheit. Die Spuren aus dem Schnee sind wieder verschwunden. Auch eure eigenen sind nicht da. Als ob sie vergessen worden wären. Über den kleinen Fluss rüber, vorbei am Chortempel, zurück zum Hormelisa Tor. Kurz vorm Tor wird natürlich immer den Säbel einstecken und sich wieder mit zu den anderen zurückfallen lassen, dass man da zusammen hinkommt. Soweit so gut. Dann mal auf durchs Tor. So. Halt! Dann... Nachtscheues Gesindel! Wer begehrt Einlass? Wetter greifen und Gefolge. Ihr seid doch erst vor ein paar Stunden aufgebrochen. Wir waren auf dem Boronanger. Haben gebetet. Auf dem Boronanger? Ihr Basalt... Basaltfaust, Magier. Bandstrahler, ihr seid schon ein merkwürdiges Völkchen, aber wer bin ich? Ein einfacher Stadtpfarrer, dass ich euch anzweifle. Dann seid doch so gut und gebt den Weg frei. Ich werde euch nicht aufhalten. Sehr gut. Ihr solltet es euch nicht mit den Göttern verscherzen, wenn ihr zu solch später Stunde. Ist nicht gut. Habt ihr keine Todesangst? Die Götter wachen stets über die Rechtschaffenen. Und wer rechtschaffen ist, muss sich vor ihnen nicht fürchten. Ich würde mich mit dieser Totenangst da nicht raustrauen. Das gefällt mir nicht. Das müsst ihr auch nicht. Hier, nehmt ein Silber. Trinkt ein Bier von uns. Danke, guter Mann. Das höre ich gern. Dann möge Boron euch eine schöne Stunde schenken. Und euch ebenfalls. Die zwei war mit euch. Möge euch das von Gästen schenken, der sich euch nicht unbedingt an uns erinnert. So, kommt schon, durch weiter. Die Stadt ziehen. Nur noch einige Karren, die be- oder entladen, damit das hungrige Gareth mit Waren versorgt wird. Vor allem eben zu solch einem Tag, nachdem der Winter wieder vorbei ist und ein Turnier, ja, die Stadt muss versorgt werden, wird dann eben auch zu solch später Stunde immer ist Gareth belebt. Und auch wenn ihr wieder zurückkommt, könnt ihr sehen, dass die Feierlichkeiten nicht weniger geworden sind. Ja, auf dem Weg sagt man noch. Jalan, ich habe da noch eine Sache erfahren. Also das ist jetzt ganz offen zu der Gruppe, aber guckt, dass wir nur unter uns sind. Irgendwer, dieser Reichserzmarschall und dieser Prinz Herzog vom Großen Fluss, die werden uns morgen auf irgendetwas ansprechen. Die wollen irgendwas von uns und die wollen irgendeine Frau, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ich bin mir nicht ganz sicher mehr, aus dem Gefängnis holen, um
um irgendwie dafür zu sorgen, dass der Marschall jetzt hier irgendwie nicht geschwächt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das sich um die Frau dreht, die ins Gefängnis stecken oder so, um die Frau dreht, die jetzt hier... Sandra, hilf, ich weiß, wenn du meinst. Ja. Wahnsinnig. Damit der vom Berg hier, der Marschall, der aktuelle, nicht belastet werden kann oder so, oder dass die Schuld darauf abgewälzt wird oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich denke, ihr Problem ist, wenn die Frau verschwindet, könnte es sein, dass diese Person dann vielleicht nach Burggrabenmund gebracht wird. Wir sollten heute noch herausfinden, wo sie ist. Ich werde mit Polygon reden. Okay. Vermutlich werden sie rauslassen wollen, weil Alrik vom Lauter und vom Berg jetzt fort ist. Vielleicht sind wir aber auch schon auf den Leim gegangen. Mehr. Vielleicht sind wir schon auf den Leim gegangen, weil alles jetzt hier noch, nachdem Selinian suchte, die Freund schon weg ist. Egal, lass uns erstmal den guten Mann hier zurückbringen, nicht dass und der darf ja nicht geweckt werden. Ja, und so kommt ihr wieder zurück zum Turnierplatz. Wenn ihr mit Selindian dort eintrefft, an Raphims große, starke Schulter gepresst, wird dann auch nach einigen Augenblicken Alara Palligan auf euch zutreten. Und zusammen mit einigen Hofbediensteten, die an ihrer Seite sind, Selindian in Empfang nehmen, der immer noch schläft. Boron, zum Dank. Ich danke euch, dass ihr ihn mir zurückgebracht habt. Er ist gegangen. Eigentlich sollte Brüder Stugomor auf ihn aufpassen. Vielleicht ein paar Rauschkräuter zu viel, die der gute Bruder mitgenommen hat. Ich habe da was gerochen. Nun, ich werde mit Bruder Stugomor über sein Verschwinden reden und Dom Eslam suchen. Wer ist denn Dom Eslam? Ich danke euch. Und ohne auf euren Namen zu warten oder danach zu fragen, vielleicht kennt sie auch schon, dreht sie sich um, gemeinsam mit Selindian und den Hofdamen und verschwindet. Hey, Raffi. Man stupst sie mal so sanft mit dem Ellbogen in die Seite. Ich glaube, jetzt hast du aber den Stein im Brett. Wollen wir es hoffen.